Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten Part nacheinander, weil ich keine Save-Funktion entdeckt habe. Wir spielen das neue Game Stone Shard und wir sind gerade echt am, ja, mega taktisch spielen müssen, weil, ja, wir recht Probleme haben mit Verletzungen und so, weil so viele Gegner auf uns zukamen. Wir waren vielleicht ein bisschen zu laut oder so. Vielleicht auch ein bisschen regenerieren kurz. Aber wie man sieht, kann man sich irgendwie nicht heilen, wenn man verletzt ist oder so, dass hier dieser schwarze Balken einfach nicht, ja, der Balken einfach nicht weitergeht. Hier, Feuer! Yay, Burning! Naja, ich wollte nicht in die linke Richtung, aber das ist wahrscheinlich wegen der Verwirrung. Oder ist die nicht weg? Noch mehr Feuer, hahaha. Wir lassen die Gegner brennen. Und ich weiß jetzt noch nicht ganz, was ich skin soll. Zeitmagie tönt irgendwie ein bisschen interessant. Ja gut, wenigstens burnen. Mann, ich will nicht immer missklicken. Sollte eigentlich ein bisschen automatisch gehen noch. Also das Spiel hat jetzt noch ein bisschen Alpha oder Beta Probleme. Einfach das Balancing noch ein bisschen anpassen. Und hat auch ja, die Steuerung noch ein bisschen mehr anpassen. Aber es ist toll, dass man wirklich fast kaum eine Taste braucht. Also nur die Maus. Muss das sein? Ich sterbe bald. Und wer zahlt dann? Ja. Okay, dann spiele ich das Spiel nicht mehr. Ich bin dann tot. Ja, wir könnten eigentlich Hardcore spielen. Aber lieber nicht bei so einem unfertigen Spiel. Ja, sicher. Ich glaube, was Magier haben, hat man es einfach ein bisschen schwer. Hat nicht mehr getroffen, habt ihr das gesehen? Okay, wir sind schon Level 6. Das geht relativ schnell in diesem Game. Wie viel Level hat man dann? 100.000? Wenn das so schnell geht. Also ich mache jetzt mal 2 auf Vitalität, sonst überlebe ich das nicht. So viel Magie brauche ich auch nicht. Ja, das brauche ich jetzt eher nicht. Also das ist passiv und macht den Stein einfach besser. Aber ich will irgendwie nicht einsetzen so oft. Also es ist einfach ein Buff, der halt auch ein bisschen Zeit raubt. Und ich muss das einfach dann später mal noch ein bisschen anpassen, denke ich mal. Was ich mache, ist hier, ja, du kannst ja einfach einen anderen Zauber noch nehmen. Ja, nicht so. Ich möchte gerne einfach den Schaden erhöhen, aber ich habe kaum andere Zauber oder so. Ja, ich muss einen zweiten Zauber wählen. Ich muss ein bisschen, ja, diese Abklingzeit wieder, ein bisschen wegmachen, oder? Indem ich einen zweiten Zauber casten kann. Und, ja, Feuerstrahl. Jetzt nicht so meins. Okay, das ist gut versengen. Also Lohe. Alles so. Okay. Also, dann setzen wir den mal ein. Hat nicht so gute Reichweite. Ja. Kann man nichts machen. Leider fehlgeschlagen. Ich dachte, das wäre für ein paar Runden oder so.
Muss man noch ein bisschen leben. Hä? Hab ich irgendwie dem. Ich hab dem gar nicht. Von Lohe. Okay, hat doch Schaden bekommen, hab's noch nicht gesehen. Voll auf die Fresse mit dem Stab. Volles Pfund aufs Maul. Liebe das. Hahaha! Es brennt der Boden noch ein bisschen. Okay. Noch ein Schief. Noch ein. Okay. Was mache ich? Noch ein bisschen da bleiben. Noch ein bisschen Urlaub machen. Volles. Feuerkaracho. Ich glaube, wir sind tot. Wir haben einfach zu viele Gegner. Und jetzt? Einen Leben noch. Was haben wir getrunken? Okay, nicht getroffen. Es ist einfach zu schwer. 27%. Unglaublich, das Spiel schon von Anfang an so richtig knackig. Bluten wir. Ich muss Schmerzmittel benutzen. Okay. Hier, dann hier. Was ist hier? Rumpfverletzung, Beinverletzung. Ja. So langsam bin ich echt ein bisschen überfordert. Also, scheinbar ist einfach Magier natürlich sehr anfällig. Was soll ich denn machen, wenn die Gegner über hunderte Distanzen auf mich zulaufen ständig? Ich wollte nicht einsetzen. Ich habe Rechtsklick gemacht. Das Spiel ist irgendwie noch ein bisschen unfertig. Und wieso sind die Gegner immer schneller als ich? Ich bin Magier, ich habe nichts an. Also im Nahkampf habe ich natürlich keine Chance. Ja, sicher. Ja, ich hab doch keine Chance. Hä? Wieso bin ich jetzt wieder hier? Ah, ich weiß nicht, was ich mit dem Spiel halten. Vom Spiel halten soll. Vielleicht. Ich muss das alles nochmal machen. Ich mache das dann im nächsten Part. Alles nochmal. Aber was soll ich denn machen? Wie kann man dort durchkommen, wenn die Gegner alle hinterherkommen? Die Gegner mich immer sehen, die Gegner mich immer erreichen können, ich auch nicht wirklich abhauen kann dadurch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich werde das wahrscheinlich jetzt einfach mal kurz pausieren, das Projekt, und einfach weiterspielen, und wenn wir dann wieder dort sind, machen wir weiter. Und ich werde Amulette jetzt nicht mehr identifizieren. Ich muss anders identifizieren wahrscheinlich. Ja gut, deshalb ist jetzt der Part halt 9 Minuten alt, aber ich mache das jetzt nicht wieder alles. Das Spiel ist auch richtig lahm, also ja, dadurch, dass es immer eine Ausführung ist, macht das Kampfsystem halt recht lahm. Aber gut, es muss halt noch verbessert werden, klar. Das macht mir schon Spaß, das Game ist richtig interessant. Nur
Frustmoment, wenn man nicht speichern kann und so weiter. Und so ist einfach, es geht halt einfach nicht. Wir müssen vielleicht noch den Ruhemodus mehr benutzen und so. Also, dann mache ich mal für morgen Part 2 und 3 gleichzeitig. Weil der Part jetzt nicht so lange ist. Und wir werden ja dann sehen, aber wenn wir jetzt ins Hauptmenü gehen. Haben wir den Spielstand? Ja, okay. Boah, also es ist ein Spiel, das keinen freien Speichermodus hat. Man muss irgendwie ein Ziel erreichen und dann kann man immer wieder von diesem Ziel, also wenn man weitergeht zum nächsten Ziel, und von diesem Ziel wieder starten. Aber das Spiel ist immer noch zu schwer am Anfang. Also für Magier vor allem. Ich habe jetzt extra eine schwerere Klasse genommen. Also am Anfang sind Magier immer zu schwach. In jedem solcher Taktikspiel, rundenbasierten Spiel sind die Magier am Anfang zu schwach. Und ich habe es jetzt einfach mal probiert. Sonst machen wir einen Zwei-Waffen-Kämpfer. Der schnetzelt wahrscheinlich dann alles weg. Der ist dann wahrscheinlich zu stark. Aber ihr dürft gerne mal Feedback in die Kommentare tun, was ich machen soll, wie ich machen soll, was ich falsch mache und so weiter. Ich kenne halt solche Spiele echt nicht. Aber ich freue mich, ein solches tolles Spiel wieder zu haben. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Ja. Ich werde mich noch ein bisschen informieren. Bis zum vierten Part dann. Tschüss.